Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple News wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar mit Shadow Strike. Ja, wir sehen hier gerade mal eine Drohne, so wie das Ganze hier aussieht. Shadow Strike, was ist das überhaupt? Wir sehen hier so von oben die, wie soll ich es am besten sagen, Grafik, als wenn wir hier bei Call of Duty direkt drin sind. Und wir müssen uns jetzt hier mal direkt drauf einstellen, dass wir hier mit einer heftigen Panzerung zu tun haben, die hier gerade von irgendwelchen Raketen durchbrochen werden sollte. Und zwar jetzt sieht man hier direkt Mission fehlgeschlagen. Warum das? Und zwar nochmal die Neueinführung. Wir sind jetzt hier sozusagen der Pilot eines Flugzeugs und, einer Drohne. Also wir sitzen irgendwo fernab und versuchen jetzt mal uns an der Drohnensteuerung. Wie gesagt, wer Call of Duty gerne gespielt hat, der weiß ganz genau, was jetzt hier auf uns drauf zukommt. So, wir gucken jetzt erstmal, wir fliegen hier über dem Zielgebiet und wir sehen, dieser Soldat hat eine Panzerfaust, sie wurden entdeckt, setzen sie als Gegenmaßnahme Köder ab. So, wie machen wir das am besten? Zack, indem wir einfach drauf tippen und dann haben wir den Köder sozusagen rausgeschossen, damit die Rakete von dem Raketenwerfer, der abgeschickt wurde, gegen uns nicht erreichen kann und unsere Drohne zerstört. So, wir gucken mal, kann man hier ranzoomen? Nee, wir können hier bloß von oben runter sehen. Vernichten Sie ihn, bevor er angreifen kann. So, das haben wir getan. Haben jetzt direkt mit dem Feuergeschütz hier abgefeuert. Ich weiß gar nicht, was habe ich da überhaupt ausgewählt eben gerade. So schnell habe ich das gar nicht gelesen. So, jetzt ist der weg. Verbündete Truppen nähern sich. Halten Sie Ausschau nach anderen Truppen. Das machen wir. Gucken wir mal, wo die hier sein sollen. Da sind sie. So, das ist die Rakete. Und wir drücken direkt auf Feuer. Wir wählen vorher unsere Objekte oder Subjekte aus. Und dann geht das Ganze los. Und wir haben ein Kombo rausgeholt. Schon ganz schön krass. Hier stehen unsere Panzer. Das sind die Grünen. Die sind auf unserer Seite. Jetzt kommt eine Lenkradkette, die Lenkradkette Griffin war das. Abgeschlossen, haben wir geschafft an der Stelle erstmal. Und Feuer. Hau mal das Ding weg hier. Und die lädt sich auch von alleine wieder auf. Wir sehen's. So, wir müssen dann immer darauf achten, dass wir unsere Köder natürlich auch abfeuern. Ansonsten haben wir ganz schön große Probleme. Und Feuer. Vulkanogeschütz. Also das ist echt gut nachgebildet hier. Man kommt sich hier wirklich wie live dabei vor. Mal gucken, ob das unserem Panzer nicht schadet. Glück gehabt. Mission abgeschlossen. So, wir sind also voll dabei. Wir haben alles abgeschlossen, was man nur abschließen konnte. Richtig geile Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so fürs mobile Endgerät hier auf dem Smartphone macht das natürlich richtig dolle Spaß. Wir gucken jetzt mal, was wir für eine Gesamtbelohnung bekommen haben. Punkte 360 in 2 Minuten und 10 Sekunden haben wir das Ganze gerockt. Haben ein wenig Kohle bekommen und zwar über $2.875. Wunderbar. So, das haben wir geschafft. Wir können einen Download weiterer Inhalte können wir anstreben. Will ich jetzt aber gerade nicht, weil kein Download geht. Geht nicht. Ärgerlich das Ganze. Starten wir einfach nochmal von vorne. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Shadow Strike, wie gesagt. Die Drohne schlechthin. Nanu. Starte mal. Was ist da los? So. Und dann müsste das wieder funktionieren von vorne. Bevor ich es natürlich vergesse, ist die App natürlich kostenlos im Play Store erhältlich. Den Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Geht gerade nicht. Hat sich wohl aufgehangen. Ja, schade. Jetzt habe ich den Datentarif extra rausgemacht, aber man muss wahrscheinlich die weitere Mission immer noch runterladen. Aber das macht ja erstmal nichts. Ihr habt erstmal einen Einblick bekommen, wer gerne Call of Duty gespielt hat, der findet sich auf jeden Fall hier richtig gut zurecht. Macht definitiv richtig Bock und Laune. Ich wünsche euch damit natürlich viel Spaß. Jetzt startet die App gerade wieder. Das ist schon mal sehr gut. Mal sehen, ob es jetzt mal hier ein bisschen hingeht. Dauert eine Weile trotz Quad-Core 1,2 GHz. Aber die Grafik ist wirklich wunderbar, also stockt nicht viel, das läuft wirklich 1A fantastisch. Naja, und wer es einfach ausprobieren will, lädt sich die App einfach kostenlos im Play Store, wie gesagt, runter. Und
Nee, wir kommen wirklich nicht weiter. Wir müssen weiter downloaden. Wahrscheinlich noch mehr Megabyte im Hintergrund. Trotzdem viel Spaß damit und wir sehen uns bei der nächsten Apple Review. Auf Wiederschauen.